unsere Themen am Freitag. Ostderby im Abstiegskampf, Sport verbindet und neues Schauspiel im Staatstheater. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Jobregional 2016. Die Messe der Agentur für Arbeit Cottbus. 4.500 regionalen Arbeitsstellen, ca. 600 als Aushang an der Stellenwand, Live-Vermittlung, Beratung für Rückkehrer und Pendler, Informationen zu Leben und Wohnen vor Ort. Nutzen Sie Ihre Chance, Samstag, den 5. März von 10 bis 14 Uhr in der Stadthalle Cottbus. Weitere Informationen bei der Agentur für Arbeit Cottbus, Bahnhofstraße 10 oder unter Telefon 0800 4 4x5 00. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Freitag. Die Arbeitsgruppe Abwasser hat gestern in Cottbus ihre Arbeit aufgenommen. In der Arbeitsgruppe sitzen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtverordnete sowie Vertreter der Bürgerinitiative Altanschließer, des Vereins Haus und Grund und des Mieterbundes. Sie sollen Wege finden, die Abwasserbeseitigung der Stadt fair zu finanzieren. So sollen zukünftig alle Bürger gerecht belastet werden. Derzeit werden verschiedene Modelle vorbereitet und diskutiert. Bis zum Oktober sollen Entwürfe entstehen, die dann den Stadtverordneten vorgelegt werden können. Parallel dazu hat die Stadt mit der Rückzahlung der Altanschließerbeiträge an die ersten Betroffenen angefangen. Turbulente Zeiten beim FC Energie. Zwei Niederlagen im Gepäck, der Sportdirektor weg und mit einem neuen Kapitän hat sich auch die Hierarchie innerhalb der Mannschaft verändert. Genau jetzt wartet das brisante Ostderby gegen Rostock. Sportdirektor beurlaubt, Kapitän ausgetauscht. Dazu noch die enttäuschende Niederlage vergangenen Samstag gegen Aalen. Der FC Energie Cottbus hat eine turbulente Woche hinter sich. Die letzten zwei Niederlagen haben das Team in der Tabelle bis auf Platz 17 abrutschen lassen. Ein Platz vor den Abstiegsrängen, nur ein Punkt vor Hansa Rostock auf Platz 18. Und eben diese Rostocker kommen am Samstag ins Stadion der Freundschaft. Ein Ostderby und zugleich ein hochbrisantes Kellerduell. Muss keine Panik oder Angst, diese beiden Worte will ich nicht hören. Ja. Ich gehe nicht mit dieser Welt. Einfach nicht nachdenken, machen. Ja? Nicht nachdenken, machen wir. Einfach, ja. Weil wir müssen nicht vergessen, einfach Oktober oder Mitte Oktober, wir waren immer Vorletzter oder Dritter Vorletzter. Ja? Jetzt wir sind über Linie, natürlich, nach 13 Spielen, wir haben zwei Niederlagen. Passiert im Fußball, nicht nur bei uns, passiert bei Chelsea, bei egal, andere Vereine, ja. Nicht nachdenken, machen weiter. Wir haben alle in unseren Händen, ja. Der FCE hat eigentlich keine andere Wahl als zu gewinnen. Bei einer Niederlage sind sie endgültig auf den Abstiegsplätzen angekommen. Zwar hat das Team um Trainer Vasile Meriuza noch ein Nachholspiel, doch das ist erst Ende März gegen den Chemnitzer FC. Die gute Nachricht ist, sollte Energie sowohl das Spiel am Samstag als auch das Spiel gegen Aue nächsten Mittwoch gewinnen, könnte die Mannschaft sogar direkt bis ins Tabellenmittelfeld kommen. Doch Rostock wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Auch die Nordlichter haben viel zu verlieren. Rostock, auch diese Fluktuation, ja. Gut gespielt zu Hause 3-0, ja. Auswärts verliert, jetzt verliert gegen Aue, ja. Jede Mannschaft hat stark und schwach, ja. Aber noch einmal, ich will mehr konzentrieren auf meine Mannschaft als der Gegner. Natürlich, wir haben Rostock beobachtet, ja. Wir wissen, Standardsituation, alle, wie, aber. Noch einmal, ich will nur auf meine Mannschaft konzentrieren, ja. Jetzt muss das Team Charakter beweisen und das Ruder rumreißen, um das zu leisten, was die Fans in jedem Spiel fordern. Drücken wir die Daumen, dass dem FCE der Klassenerhalt glückt.
Am besten gelingt das natürlich lautstark von der Tribüne aus. Die Bedeutung des Vereins für die Region ist unverkennbar. Was für einen wichtigen gesellschaftlichen Effekt Fußball und Sport im Allgemeinen haben, ist den meisten bekannt. Auf dem Platz sind Herkunft und Aussehen egal. Es zählt nur das Team und natürlich das Tor. Ein Spiel mit Regeln, die man überall auf der Welt kennt und einem den Einstieg in ein anderes Leben einfacher machen können. Memdu Resul ist Fußballtrainer. Dreimal in der Woche steht er mit den Kindern der Flüchtlingsunterkunft in Sachsendorf auf dem Platz. Meist kommen bis zu 11 Kinder zum Training. Sie sind alle in der 1. bis 6. Klasse an der Regine-Hildebrand-Grundschule. Memdu bringt den Kindern alles bei, was im Fußball wichtig ist. Allen voran steht aber der Spaß im Vordergrund. Der Fußball begleitet Memdu Resul bereits sein ganzes Leben lang. Ich habe bereits als Kind in meiner Heimat Fußball auf der Straße gespielt. Da hatten wir sogar so eine Art Club. Als der Krieg in Syrien begann, bin ich nach Deutschland gekommen. Hier habe ich zuerst nur meine Söhne trainiert, bis der Stadtsportbund auf mich zugekommen ist und mir die Trainerstelle angeboten hat. Memdu Resul ist jetzt seit über einem Jahr in Deutschland. Dass er jetzt hier Trainer ist, ist ein großer Zufall. Denn ursprünglich hat er nur seine zwei Söhne, Ahmed und Mohammed, trainiert. Irgendwann hat der Stadtsportbund die drei auf dem Platz gesehen und Memdu die Trainerstelle angeboten. Jetzt füllt der 41-Jährige seinen Trainerjob als Bundesfreiwilligendienst beim Stadtsportbund aus. In dieser Woche wurden er und viele weitere freiwilligendienstleistende Flüchtlinge von der brandenburgischen Sportjugend ausgezeichnet. Robert Busch, Jugendsekretär der brandenburgischen Sportjugend, freut sich über die vielen Freiwilligen und die dadurch gelungene Integration. Weitere Plätze für den Bundesfreiwilligendienst im Sport sind in Brandenburg aber derzeit nicht in Sicht. 10.000 Plätze stehen für ganz Deutschland zur Verfügung. Von den 10.000 entfallen 133 auf den gesamten Sport in Deutschland. Und davon hat Brandenburg 15 Plätze, was ja schon über dem Bundesdurchschnitt liegt, wenn man sich die Größe von Brandenburg zu anderen Bundesländern ansieht. Die 15 Plätze, die haben wir besetzt. Wir haben aber auch andere Kontingente aus anderen Bundesländern, sodass wir noch 20 weitere Plätze besetzen können im Jahr 2016. Und im Jahr 2017 werden wir sicherlich wieder auf unser Regelkontingent von 15 Plätzen zurückfallen. Memdu Resul hat seinen Platz aber erstmal sicher. Ihm ist anzusehen, wie sehr er in seiner Trainerrolle aufgeht. Und auch die Kinder werden das Training sicher nicht mehr missen wollen. Die neuesten Entwicklungen rund um das Thema Altanschließer haben wir in unserer ersten Nachricht schon vorgestellt. Viele Entscheidungen sind in den letzten Wochen gefallen. Wer die Übersicht verloren hat, kann am Montag noch mal seine Fragen loswerden. Im Stadthaus wird es eine Podiumsdiskussion für Altanschließer geben. Der Verein Haus und Grund lädt dazu ein. Auch Politiker der meisten Cottbuser Fraktionen haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Los geht es um 17.30 Uhr. Damit zu weiteren Kurznachrichten. Diesmal starten wir etwas beschwingt. Jazz trifft Kunst. Das Berliner Jazzquintett The Toughest Tenors gastiert in Cottbus. Am 20. März geben sie ein Benefizkonzert im Dieselkraftwerk. In der Konzertpause können die Besucher an einer Führung durch das DKW teilnehmen. Das Event startet 11 Uhr und endet 14 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 19 Euro. Der Erlös des Konzertes kommt dem Frauenhaus Cottbus zugute. Karten gibt es im Vorverkauf, im Besucherservice des Staatstheaters sowie im Kunstmuseum selbst. Jahresrückblick Guten Morgen Cottbus. Bereits vor einem Dreivierteljahr wurde Guten Morgen Cottbus ins Leben gerufen. Die Aktion wurde aus Eberswalde übernommen. Ziel ist es, die Innenstadtentwicklung weiter voranzubringen. Im letzten Jahr hieß es insgesamt 31 Mal Guten Morgen Cottbus mit etwa 7.000 Besuchern. Auch 2016 sind die Gewerbetreibenden der Stadt gefragt, um das Bestehen der Veranstaltung zu gewährleisten und zu unterstützen. Um die Kosten zu decken, bitten die Veranstalter um Spenden. Lions Club Wohltätigkeitsball. Auch in diesem Jahr richtet der Lions Club Cottbus einen Wohltätigkeitsball aus. Er findet am 16. April im Radisson Blu Hotel statt. Es ist der 20. Ball des Lions Club.
Einlass ist 18 Uhr mit einem Sektempfang im Foyer des Hotels. Der Ball beginnt 19 Uhr. Der Preis pro Karte beträgt 98 Euro und beinhaltet ein Getränk sowie das Buffet. Der Erlös des Wohltätigkeitsballs geht an das Tastmodell auf dem Altmarkt, die Lions Quest, das Frauenhaus Cottbus sowie an die regionalen und überregionalen Kinder- und Familienprojekte. Weitere Informationen zum Ball und zur Anmeldung gibt es unter www.wohltätigkeitsball.de. Nur noch knapp ein Monat, dann ist Ostern. Während sich die einen auf ein paar freie Tage freuen, fiebern die anderen vielleicht schon einer alten Tradition entgegen, dem Osterfeuer. Wie die Stadt heute nochmal betont, wird es davon pro Ortsteil wieder nur eins geben. Anträge dafür müssen nun eingereicht werden. Das geht beim Fachbereich Ordnung und Sicherheit. Private Osterfeuer können nicht genehmigt werden. Dea Loher ist eine preisgekrönte Dramatikerin unserer Zeit. Das Staatstheater nimmt nun erstmals ein Schauspiel von ihr in das Programm. Unschuld heißt es und feiert an diesem Wochenende Premiere. 11 Schauspieler, eine Bühne, eine Welt. In dem neuen Schauspiel Unschuld geht es um nichts Geringeres als das Leben. Die beiden illegalen Immigranten Fadul und Elisio zum Beispiel. Sie haben mit Schuldgefühlen zu kämpfen. Beide beobachten eine Frau beim Ertrinken. Der eine will helfen, der andere hält das für zu gefährlich. Am Ende ist es zu spät und beide gehen mit dem Schuldgefühl unterschiedlich um. So wie Fadul und Elisio haben alle Charaktere mit unterschiedlichen Gefühlen zu kämpfen. Fast alle Schauspieler befinden sich die ganze Zeit auf der Bühne. Abwechselnd stehen sie im Rampenlicht. Und während die einen ihre Szene spielen, müssen die anderen trotzdem in ihrer Rolle bleiben. Und das ist nicht ganz einfach. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Modus, als sagen wir, wenn man auf der Szene vorne agiert. Es ist wie ausgedünnt, wie vergrundsätzlicht. Aber also ist das eine Herausforderung, da sozusagen dran zu bleiben, nicht abzusacken, weil man könnte sich ja auch sozusagen die innerliche Zeitung aufmachen. Aber das sieht man sofort tatsächlich. Es geht auch darum, wenn man hinten ist, das zu tragen, was die Kollegen vorne spielen. Fast genauso schwierig wie das Schauspielern im Hintergrund ist das Menschsein. Und genau darum geht es im Schauspiel Unschuld. Regisseur Wulf Twiehaus hat sich der besonderen Thematik angenommen. Mit Unschuld stellt er sich zum ersten Mal als Regisseur in Cottbus vor. Ich bin gespannt, wie die Premiere hier läuft. Ich kenne das Publikum nicht, habe ein paar Vorstellungen gesehen. Trotzdem weiß ich noch nicht, wie das Publikum hier mit so dieser Form von Dramatik umgeht. Also es ist keine ganz geradlinige Geschichte, es ist eher eine Welt, die wir erzählen. Es ist eine etwas andere Spielweise, es ist etwas ruhiger. Ich bin sehr gespannt, wie das Publikum hier damit umgeht. Aber ich habe das Publikum bis jetzt als sehr aufgeschlossen und interessiert erlebt. Deswegen, Angst macht es mir erstmal nicht, aber ich bin neugierig. Die Neugier ist es auch, die das Schauspiel vorantreibt. Und am Ende steht die Frage, wie die einzelnen Schicksale ausgehen und ob sich Lebenswege sogar kreuzen. Premiere ist morgen Abend um 19.30 Uhr. Das war unsere LTV-Aktuell-Sendung vom Freitag. Das Piccolo-Theater feiert heute Abend seinen 25. Geburtstag. Wir sind da natürlich auch mit dabei. Mehr dazu sehen Sie dann bei uns am Montag. Genießen Sie in der Zwischenzeit das Wochenende. Am Montag begrüßt Sie hier meine Kollegin Janice Behrendt. Schalten Sie auch dann wieder ein. Tschüss! Diese Woche im Expertenangebot der Woche bekommt ihr ein starkes Smartphone in edlem Design. Mit einem 1,2 Octa-Core-Prozessor mit 2 GB RAM ausgestattet, schafft das Huawei P8 Lite mühelos jede Anwendung. Kräftige Farben und scharfe Details auf dem 12,7 cm großen IPS-Display schaut eure Fotos und Videos in Full HD an. Nicht nur die 13-Megapixel Hauptkamera, auch die 5-Megapixel Frontkamera weiß zu überzeugen und mit dem Perfect Selfie-Modus gelingt euch immer das perfekte Foto. Auf jede Situation vorbereitet, entscheidet euch, ob ihr die 8 GB Speicher mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 32 GB erweitert oder eine zweite SIM-Karte einsetzt.
Egal ob beim Telefonieren oder Musik hören, die Rauschunterdrückung und besondere Schallführung im Gehäuse sorgt immer für einen optimalen Klang. Dieses Expertenangebot der Woche bekommt ihr in Weiß oder Schwarz für nur 189 Euro in allen Expert-Fachmärkten oder unter www.expert.de. Expert, preiswert und kompetent. Jetzt neu im Kaufland-Center in Cottbus-Silo oder unter esc-expert.de. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. Zum Abend ziehen die Wolken, die uns den Tag über immer wieder Niederschlag brachten, langsam ab. Auch der Wind frischt nicht mehr so häufig auf. Es wird trotzdem kalt, mit Werten bei minus 3 Grad. Der Samstag wird freundlicher. Die Sonne zeigt sich hin und wieder, örtlich kann es aber immer noch regnen. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad. Am Sonntag bleibt das Wetter so. Die Temperaturen steigen auf bis zu 8 Grad an. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus. Für Genießer und aktive Menschen gibt es jetzt nicht nur das passende leichte Bier von Landskron, sondern auch das erholsame Aktivwochenende im Sternehotel mit Halbpension. Gewinnen Sie auf landskron.de Hotelaufenthalte in den Privathotels Dr. Lobeck im Wert von insgesamt 9.000 Euro. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Unternehmer starten durch mit der Entwicklungsgesellschaft Cottbus. Wir unterstützen und beraten bei Ansiedlung, bei Existenzgründung, bei Expansion, zu Fördermitteln, bei der Immobiliensuche und bei Ihrer Unternehmensentwicklung. Worauf warten Sie noch? Die EGC ist Ihr Partner. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Cottbus. Sängerin mit Staatsexamen, TV-Moderatorin und Schauspielerin. Cornelia Schöne bietet Ihnen Unterricht in Gesang und Stimmbildung sowie Sprecherziehung für alle, die im Beruf moderieren oder größere stimmliche Belastungen professionell meistern wollen. Natürlich auch Schauspielunterricht mit seinen ganzen Facetten. Anmeldungen unter 0175 844 2185 oder cornelia.schöne@gmx.de. Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Chino, Zentrum für Bewusstseinsentwicklung. Bewegendes Coaching. Lichtvolle Meditation. Inspirierende Seminare. Impulse für ein bewusstes Leben. Weitere Informationen unter chino-zentrum.de.
Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude.